Seid gegrüßt ihr da draußen und recht herzlich willkommen zum ersten Mitschnitt aus unserem letzten Ernte-Livestream hier bei uns auf der Geiselsberg. Wie das unschwer zu erkennen ist, haben wir hier vor uns oder ja, vor mir ein Abfahrgespann, bestehend aus einem 6250R und einem Strautmann. Ihr kennt das Gespann sicherlich schon vom Gras holen, wo ich den Pickup entsprechend auch verwendet habe. Hier dient uns das ganze Gespann einfach zum Abfahren, denn wir haben den Hänger hier sowieso am Start, den Ladewagen. Konterpart ist natürlich ein Glas Jaguar, gefahren vom Tino, aka im TS. Sollte mittlerweile sicherlich der eine oder andere von euch da draußen kennen. Wir sind unterwegs hier hinten auf den beiden Grasflächen. Dort liegen Grasschwade im Livestream. Und wir holen die entsprechend hier mit dem Jaguar und dem Pickup ein. Ich werde in einem anderen Video auch den Jaguar selber fahren. Das kommt dann aber zu einem anderen Zeitpunkt. In diesem Video erstmal hier das Abfahrgespann. Sollte euch das Video gefallen, gebt mir doch ein Däumchen nach oben. Ansonsten freue ich mich natürlich, euch bei den folgenden Videos wieder mit begrüßen zu dürfen. Oder vielleicht auch im nächsten Livestream. Bis dahin, Freunde, viel Spaß beim Zuschauen und tschüss. Hätte ich mir doch gern alles mal angeschaut. Ja, ich hätte gerne Tino mir mal angeschaut. Ja, auf jeden Fall. Akkletechniker, das ist jetzt unwichtig. Ja. Ja, dann machen wir alles in 2 Jahren. Ja, ich hoffe schon, dass mir um das Reale geht. Ja, ja. So. Mein gesamtes Equipment, über Geld spricht man doch nicht. So, jetzt muss ich gucken, dass ich mich nicht verfahre. Ne, das war hier lang. Deine Arbeitsgeschwindigkeit? Ja, du so jetzt auf 8. Ne? Okay. So, ich bin mit da. Nochmal eben, warte mal, noch kurz ein Schlückchen trinken. Sekunde. So. Achso, ich müsste innen hin, ne? Ja, ich auch außen gehen, da fährst du. Dämmer. Aber ich denke mal, das ist Juppie gesprungen. Ja, werde ich noch auseinander. Ich habe schon Rüge bekommen hier im Chat, dass man immer innen anhäckselt. Ja, man weiß nie, welche Äste nach draußen gucken. Mhm. Genau. Passt das so? Ja, wie gesagt, ich habe jetzt 8 eingestellt. Na, ich wollte nur noch ein Stück vorsetzen, damit ich etwas vor dir bin. Aber in der Realität können die ja jetzt auch schon automatisch zielen. Was können die? Auch schon automatisch zielen. Ja. Das können die. Ja, kommt ganz schön was zusammen hier, ne? Bei den Flächen. Hätte ich gar nicht gedacht. Und sollten was bringen hier. Ja. Mhm. Jo, Tobi, willkommen zurück. Einige schafften ja Strecke. Ja, das stimmt. Ne, es war, glaube ich, auch gar nicht so verkehrt, die Pöttinger dann doch zu wählen. Weil ich dort ja gut 10 Meter Arbeitsbreite hatte, ne? Und gleich in Schwad gelegt. Und ich habe dafür halt, weiß ich nicht, eine knappe Stunde gebraucht oder anderthalb. Also es ging. Für alle Flächen. Frag mich mal, wie das denn in der Realität aussieht, wenn mitten sicher Messer das gleich in Schwarz bringt. Weiß ich. Stück dann schön klein werden. Das kann schon sein, aber gibt's ja alles, ne? Denn es ist ja jetzt kein Bandschwader da hinten, der es dann zusammenschiebt. Na, ich weiß es nicht, es bewegt sich definitiv auch was am Pöttinger Schneidwerk, also wenn wir uns das nochmal genau anschauen wollen. Können wir das wie gewohnt zum Schluss nochmal machen? Hinten so eine Art kleinen Rechen. Ja, genau.
Aber es bleibt ja alles im Schneidraum drin. Ja. Warum jetzt mit dem Ladewagen? Den Ladewagen haben wir hier auf dem Spielstand am Start. Und größere Wagen holen wir uns dann in der Maisernte. Noch dazu. Man kann ja nehmen, was man hat. Genau, man kann ja nehmen, was man hat. Ich bin bei 55%, also hier geht noch einiges rein. Ja, ich denke mir, das passt, wenn wir vorne sind, können wir dann weg sein. Könnte sein. Nächster. Bin gleich da. Alles gut, alles gut. Bin auch schon da vorne. Justin, für das Headtrack-System, ich habe die Pro-Version genommen, also knapp 200 Euro. Einzeln kaufen kann man das nicht, das sind immer Sets. Das eine Set für 150 Euro ist halt mit dem Mützenclip und die Basisstation. Und das Pro-Set ist Mützenclip, dann dieser Clip für das Headset und eine Mütze noch dazu. Und natürlich die Basisstation. Mein Kopf ja. Ungefähr, damit ich 180 War's Grad, circa, 5, circa 15 Grad. Band, ah, nicht mehr, gut. Oh, 70%, ja, gut geschätzt, Tino. Wenn ich es bis vor schaffe überhaupt. Ach, da kommt schon der zweite Abfahrer. Muss ich mehr Geschwindigkeit machen. Ihr könntet auch Hexen gleichzeitig mit dem Ladewagen einen Schwad nehmen. Ja, könnten wir, aber da wir gerade in Anführungszeichen nur zu viert sind, brauchen wir die beiden Abfahrer. Also jetzt hier noch zusätzlich einen Schwad aufzunehmen, halte ich für unrealistisch. Wir wollen ja im Silo eine und dieselbe Konsistenz. Genau, das kommt noch hinzu. Ja gut, dann kann ich am Ende der Bahn schon abfahren, da brauche ich nicht nochmal eine mit ansetzen. Ich bin dann bei 45 Kubik in etwa, die ich hier drin habe. Ist schon ein bisschen heftig für den kleinen Wagen, ne? Also ich rüste den mal noch um das realistischer zu gestalten auf 30 Kubik. Gott, mit der besten Kompression kann ich mir das nicht vorstellen. Nee, das ist zu heftig. Ich fahre mal bis vor, ne? Ja, ja. Gut, ich fahre ab. Links außen, ja. Ich fahre jetzt hier einfach wieder auf. YOLO, Yothang, Marijin, Max, GamerLP. 8 km haben wir noch. Dankeschön für eure Follows. Therese, Dankeschön. Ja, jetzt haben wir es 21.20 Uhr. Ja, da kommen wir doch noch locker ins Dreschen rein. Da bin ich ja ganz glücklich. Da habe ich nämlich echt Bock drauf. Jetzt mal ein bisschen eher anbremsen und ganz vergessen, dass wir 47 Kubik hier hinten drauf haben. Mit welchem Mähdrescher? Ich denke, dass wir einen Tucano nehmen. In Vollbesetzung würde ich sogar sagen, wenn wir zwei Drescher nehmen, dann noch einen T560, aber das werden wir wahrscheinlich heute. Na ja, doch, das könnten wir eigentlich machen. Vor allen Dingen beim Raps, da reicht es, wenn wir ein paar Hänger hinstellen. Genau. Wenn einer da dreschen. Also würde ich jetzt vorschlagen Tucano und T560. Gegenvorschläge? Ich würde einen Raps dreschen. Ja. Komm mal. Aber ich sag dir jetzt schon, der 560 ist besser. Ich weiß. Ich weiß. War das jetzt Eigenlob? Nö. Nein. Ohne Erkenntnis. Lassi, danke für dein Follow. Ja, der Andi hat nämlich den 560er von uns natürlich auch fahrtechnisch umgebaut. Von daher kann er sein Lob auch sehr gern natürlich für sich beanspruchen.
Ja, das könnte echt Spaß machen mit Lenkrad und 60 FPS, ne? Ja. Aber mach dir nichts draus, ich habe hier keine konstanten 60. Ich denke mal einfach, dass die Clip-Distanzen von den Gebäuden zu hoch sind. Und ich weiß nicht, ob man das irgendwie nochmal runterstellen kann. Ja, kann man schon. Also vermute ich auch. Müsst ihr mir mal angucken. Wahrscheinlich die eine riesen Bodenplatten, wenn die eine Million haben, Standard oder 10 Millionen, dann ist ja fast klar. Aber dass man, naja, ist ja gleich nicht so. Wäre nicht schlecht, wenn wir das bis zum nächsten Mal mal angucken könnten. Mhm. Genauso hätte ich gerne mal die Karte endlich mit dem Bodenwinkel. Hat die hier nicht Bodenwinkel? Doch, die hat nicht. Ich meine nicht die. Ich meine unsere neue Karte. Ach so, ja, den muss ich. Lade ich morgen hoch. Dann. Unser neues Schätzchen. Dauert ja mal eine halbe Ewigkeit, bis dann was hochgeladen ist. Ja. Passt schon. Zieht der bei dir aber beim Rückwärtsfahren auch nicht so gut an? Nee. Ganz komisch, oder? Was anziehen meinst du? Ja, dann, wenn ich rückwärts fahren möchte, da. Ich brauche bis er zurückwärts fährt. Hast du noch den alten AGDM oder schon. Oh, jetzt mein Headrack-Clip abgefallen. Oder die neuere Version? Die neue. Die Outcast, nö. Ja, hab ich auch. Nö, eigentlich läuft das. Okay. Hast du das IVT-Getriebe aktiv? Moment. Das hab ich nämlich aktiv. Ja, das hab ich auch, weil das hast du gemacht. Dann mach ich das auch so. So, welche Taste war denn jetzt hier schon wieder das Abkippen? Aber dass der immer so eine halbe Sekunde braucht, um anzufahren, das hat er auch im Singleplayer. Ja, das habe ich eben eliminiert. Welche Taste war denn das? Nee, das hat er auch vorher schon gehabt, bevor ich hier diesen Mod drin hatte. Wartet mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja, okay. Steuerung links I. Überall abkippen habe ich doch eigentlich belegt. So, 80%. Ach, so schnell seid ihr? Ja, locker. Mann, ey, ich bin schon wieder in der Tastenbelegung. Gut, dann machen wir das schnell mit der Tastatur. Ja, ich brauche erst noch neue Winterreifen, bevor ich ein Lenkrad kaufen kann. Oh, Winterreifen muss ich auch noch holen. Das ist schon ein bisschen wichtiger. Ich hab 92%, aber wollen wir nochmal rein? Naja, ist ja keiner da. Ich bin, ja, ihr seid so schnell. Wir fahren nur 8, eigentlich ist das nicht schnell. Ich habe bis hierhin Vollgas gegeben. Der Chat ist mein Zeuge. Ich komme hier nicht rum. Warte. Ich warte. Ich bin weg. Wieso komme ich denn hier nicht rum? Was ist jetzt? Dann eben so rum. Matze schreibt, sei froh, ich brauche ein neues Auto. Matze, du hast doch einen 323er, oder? Ist er denn schon voll, schon durchgegammelt? Die alten waren gut. Naja, ich habe den Motor in meinem drinne. Träumchen. Hast du auch einen BMW? E39. Den alten, oder? 99er Baujahr. Okay. Oh, dann ist es der E39. Ja. 523er. Kein Rost. Ach, kein Rost. Ist untermotorisiert. Ja, das reicht schon. Untermotorisiert war der Fabia, den Felicia, den wir vorher hatten. Und auch der ging. Wir hatten auch mal einen. Schöne Autos. Ganz früher. Ganz früher konnte ich mir sowas nicht leisten. Ja, meine Familie schon. Oh. Früher hatten wir alle Modelle von Skoda, da gab es aber auch nur 3. Ach so, jetzt verstehe ich. Alles klar. Skoda, das war schon arg gehoben. Damals, vor meiner Zeit quasi.
Meine Großeltern hatten immerhin einen Lada dann gehabt. Aber Skoda, das war, ich glaube, das war also für ganz oben. Sie sind toll. Ja. Tino, ich bin sofort da, nicht verzweifeln. Tino ist weg. Ich dachte, ich steig mal in meinen ein. Achso, ich dachte, du wärst kurz weggenickt. Du fährst einen E46 M3. Wenn das wirklich so ist, dann Glückwunsch. Schönes Auto. Fahren muss es, um was reinpassen muss. Natürlich, das hätte ich auch nicht anders erwartet jetzt. Was mir zu meinem Glück fehlt, ist Allrad. Nee, ach, Allrad, das brauchen wir nicht. Ah, weißt ja nicht, was ich fahre. Nee, was fährst du? Du. Bitte? Oh, da kommt einer. Ein Vito. Ach, ein Vito. Warum? Gut, bin dran. Und die haben leider hinten zu wenig Last und Heckantrieb. Na gut, da bist du. Also ein bisschen nasses Gras reicht aus. Bumper. Okay, na, das ist natürlich blöd. Dummer ist noch die Pritsche. Stimmt. Wenn die Pritsche leer ist. Das stimmt, da ist ja noch. Gibt's ja auch mit den 190 PS, den 316er oder 319er, der ist hinten so leicht. Der leiert aber schon durch bei Trocknen. Na ja, gut, das stimmt. Schotter bin ich ein bisschen steil hoch. Na gut, das ist blöd. Ich habe als Sommerbereifung 235er drauf, da rutscht halt gar nichts. Ich glaube, da kann Schnee liegen, da rutscht nichts. Die müssen auch, na gut, bei Schnee vielleicht. Aber die müssen auch runter, das sind solche komischen, die waren schon vom Vorbesitzer drauf. So schwarze, originale Styling-Felgen, das sieht aus wie Ghetto, das geht gar nicht. Hässlich. Zerkratzt sind sie auch. Bei Schnee hast du aber so eine Größe nicht drauf, oder? Nee, Schnee habe ich 15 Zoll, glaube ich, und 215er. Das ist auch schon. Genau, 215, 60, 15, genau. Ja. Da wartet jetzt einer, dass ich weiter Häcksler fahre. Soll ich weiter Häcksler fahren? Nö, jetzt stehst du einmal daneben. Irgendwo hin? Einfach rein. Jolo, das ist kein Mod, das ist. Das machst du dann. Headtrack-System. Leckachse. Bin ich froh, dass ich nicht der Einzige bin, wo so komisch fährt. Doch, kein Lenkrad. Doch, doch. Achso, du fährst ohne Lenkrad. Oh, ich mit Lenkrad, so komisch. Siehst du, und dafür, ja? Muss man schon sagen, Chapeau. Es ja, geht ja jetzt, um alles neu zu bauen. Oh, der 400, das sieht dabei gut aus. Da wolltest du mir auch noch ein Update geben. Na, Seko. Gibt's ein Update vom 400er? Ja, das hat mir gestern gesagt. Aha. Ach, muss ich auch noch schicken. Oh Gott. Fix. Oh nee, meine Internetleitung glüht wieder. Tja, ja. Wenn du es versprichst. Das ist schon der geilste Trecker. Ja. Der beste. Zwei Spuren oder? Naja, ich habe die in die andere Außenbahn münden lassen. Aber so ein Trecker hat ja nicht viele MBs. Weiß nicht, wie viel der hat. Wie viel Zeit haben wir schon auf diesem Spielstand verbracht? Ich glaube, das ist der 13. Stream. Und jeder Stream geht 3 Stunden. Wow, plus im Off. Also wir haben schon ein bisschen was an Zeit, haben wir hier schon drauf, ja. Allein das Auto, die Aussage und das Ganze. Ja. Man sieht es halt nicht. Saison durchziehen. Aber Leute, davon müssen mindestens 9 Stunden wegen Tastenbelegung laufen. Aber Minimum. Ja. Ich sollte es dran gewöhnen, nur nicht laut zu denken. So. Ich bin ja nicht der Einzige. Ja, das letzte Stream hatten wir alle mal kurz. Ja, und heute war Tino auch schon wieder beschäftigt. Ja, ich das auch. War speziell und das habe ich auch nicht hier gemacht. Aber ich kann den jetzt nutzen. Aber es war auch alles verstellt bei mir.
Also mindestens 39 Stunden, ja, wenn du das so schreibst. Also ich würde schon mal schätzen, an die 50 Stunden haben wir hier bestimmt drauf in die Richtung. Und sind jetzt in der, naja, im letzten Drittel der ersten Saison. Na gut, wir hatten ja aber noch einen alten Spielstand, wo noch kein Season drauf war. Und ich habe vergessen, den Ladewagen umzukonfigurieren. Edbed. War klar, dass ich das vergesse. Bailitax, Logo, Jonas, aber auch ein bisschen Seasons, die noch der Leon, Performance Captain, ne? Lars, Dankeschön für eure Follows. Definitiv, ja. Weil ich hatte vorher bessere FPS hier auf der Karte. Ist so, definitiv, ja. Es ist eine der schlecht performancen Maps, die es gibt, aber eben auch eine der schönsten. Ja, dann hast du die neue noch nicht gesehen. Nee. Ihr sagt ja auch immer nur die neue und kichert dann wie kleine Mädchen und sagt nichts weiter dazu. Da frage ich auch gar nicht weiter, sehe ich gar nicht. Ja, weil ich mir den Namen nicht merken kann. Also. Ach so, die jetzt im Hub gekommen ist, oder was? Also jeder Bayer kennt es. Hinterkaifeck. Hinterkaifeck, okay. Ja, das ist mir von den Höfen, ist mir das irgendwie jetzt zu oldschool. Karte so ist bestimmt schick, ja. Bisschen pixelig auch, aber die sind halt. Sind halt schön, die Höfe. Aber da macht mir es nichts aus, das Pixel. Wobei der Geiselsberg doch hier eigentlich auch ein durchaus Profis mit am Werk waren. Eigentlich schon, ja. Aber wahrscheinlich ja. Keine Zeit hat. Oh, kannst du noch einen Millimeter bitte? Ja. Ich bin auch wieder aber da. Genau, ich denke auch wahrscheinlich keine Zeit hatten. Und die Clip-Distanzen sind hier nicht gut. Weil Max Wilde ist ja zum Beispiel noch kein Unbekannter, ne? Aber naja, gut. Wir können ja froh sein, dass wir sie haben. Ja, ich sehe uns spätestens am Ende der zweiten Saison oder wenn es halt kommt, sowieso auf der Rade. Schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass hier nochmal ein Update kommt. Ich glaube es auch nicht. Weil dafür ist Max Wild halt auch bekannt, dass er keine Updates macht. Okay. Oder nicht so. Ja. Ja. Ich finde das immer, wenn man so viel Zeit in ein Projekt steckt, dann ist das mit Updates. Ja, richtig. Klass DLC finde ich bislang wirklich super. Problematisch, ja, ganz einfach das nur, dass wirklich in den Displays nichts angezeigt wird und die fehlende Sitzkamera. Das ist nächstes Projekt. Stößt bitte auf. Aber das war ja auch klar, das wussten wir auch vorher. Habe ich schon gelesen, Patrick, habe ich schon gelesen, aber wie gesagt, wir machen das jetzt hier nach der Art und Weise. Ich glaube, das passt ganz gut. NL, guten Abend. War das schon die letzte Bahn hier? Nee, ne, oder? Oder haben wir da vorne noch... War das schon die letzte Bahn? Oh, ich habe meinen Sound gemutet, Entschuldigung. Ach, haben wir auch eben gesagt. War klar, oder? Lange dauert es. Nee, weil ich diesmal nicht mein Mikrofon gemutet habe, sondern nur die Soundwiedergabe aus dem TS. Ich habe hier 1,8 Millionen Knöpfe. Jetzt würde ich ja sagen, Servus, aber... Nee, ist ja richtig. Naja, sonst texte ich euch hier die ganze Zeit mit Antworten aus dem Chat zu, das ist doch auch blöd. Hier sind die Meinungen der Community. Ja, die lese ich ja vor. So, haben wir's.
mal auf der Seite sind wir durch. Gibt's noch irgendwo eine andere? Achso, ja, die andere Seite noch. Ja. Hm. Aber du hast noch Platz, ja. Na, 60% habe ich noch. Okay. Also ich würde nochmal mit anfahren.